sehr wichtig für uns. Ich glaube grundsätzlich, Reputation ist wichtig für jedes Unternehmen. Wir als Fußballclub stehen noch besonders in der Öffentlichkeit, im Fokus der Medien. Und darum hat das für uns eine sehr grosse Bedeutung. Ich würde fast sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir möchten, dass es weiterhin so gut geht. Und ich glaube, gerade auch im Erfolg macht man oft Fehler. Und wir möchten unsere Werte wie Bescheidenheit, wie Bodenständigkeit gerne gegen aussen tragen. Und darum ist gerade auch, wenn es einem grundsätzlich sehr gut geht, Reputationsmanagement sehr wichtig. Grundsätzlich haben wir natürlich eine grosse Marketing- und Kommunikationsabteilung, wo wir natürlich auch strategisch darauf herarbeiten. Wir haben unser Marken- und Leitbild verpasst. Wir möchten das gegen aussen tragen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass wir bei der Personalauswahl, vor allem auch bei den Spielern, aber grundsätzlich im Management, die richtigen Leute auswählen, die wirklich auch unsere Werte und das Verhalten, was wir für Young Boys möchten, eigentlich auch gegen aussen zeigen. Grundsätzlich versuche ich mich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzuhalten, weil das ist die Plattform für unsere Spieler und für die Exponenten aus dem Sport. Ich glaube, wichtig ist, dass man authentisch ist einfach und dass man sich dem Ganzen auch bewusst ist, dass Privatpersonen und eigentlich auch Funktionen im Club eins zu eins einhergeht. Also da muss man immer wissen, dass alles, was man macht, macht man gleichzeitig auch eigentlich in der Funktion als Geschäftsführer von dem Club. Und darum muss man dort achtsam sein. Aber ich versuche einfach authentisch zu sein und die Werte, die ich persönlich habe, die decken sich auch sehr mit denen von IB. Darum geht es eigentlich sehr gut aus.